Ja, Leute, die nächste Analyse wieder von Freddy und mir. Diesmal Gruppe I der WM-Qualifikation, der Tabellenführer Spanien gegen den, ich müsste der Letzte sein, Finnland. Spanien 7 Punkte plus 5 Tore, Finnland minus 1 Tor und 1 Punkt. Das letzte Spiel der beiden ist auf den 17. Oktober 2007 datiert. Es war ein 0-0, allerdings nur ein Freundschaftsspiel. Die Spanier aktuell angegeben mit 93% Performance. Zuletzt zwei Freundschaftsspiele, einmal ein 3-1 gegen Uruguay sowie ein 5-1 über Panama. Dazwischen in der Qualifikation ein 1-1 gegen die Franzosen, ein 4-0 über Weißrussland sowie ein 1-0 gegen Georgien. Die Finnen aktuell auf 43% geschätzt. Israel gegen Finnland, ein Freundschaftsspiel, haben sie mit 2-1 verloren. Gegen Schweden 3-0 verloren. Davor ein Sieg als Freundschaftsspiel gegen Zypern mit 3-0. In der Qualifikation ein 1-1 gegen Georgien sowie ein weiteres Freundschaftsspiel mit 1-0 gewonnen gegen Tschechien. Die Torschützen der Spanier. Bester Torschütze ist Pedro mit 3 Toren. Dahinter Jordi Alba, Roberto Soldado und Sergio Ramos jeweils mit einem Tor. Einziger Torschütze für Finnland ist Kaspar Hämäläinen. Ja, ich hoffe mal, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Wie auch immer. Auf jeden Fall bei Spanien, ja, ich weiß gar nicht, wen man da großartig herausheben soll. Vielleicht Iniesta und Xavi. Und sonst vielleicht noch Fabregas. Ja, und wie gesagt, Torschütze Pedro. Ich meine, der Welt- und Europameister, die meisten von euch werden die Spieler von denen kennen und jeder seinen eigenen Favoriten haben. Die Finnen, 87. der FIFA-Weltrangliste. Die beiden teuersten Spieler sind Roman Eremenko, 12 Millionen wert. Spieler von Rubin Kazan, offensives Mittelfeld, sowie Kapitän Niklas Moisander, der spielt in den Niederlanden bei Ajax Amsterdam. Ansonsten ein Bekannter aus der Bundesliga, Temu Pukki. Ansonsten zu nennen sind wahrscheinlich noch Perparim Hetemäe von Chievo Verona und Alexander Ring von Gladbach. Ja, was oder wie siehst du das Spiel dieser beiden? Ich glaube, alles andere als ein Sieg der Spanier wäre da doch eine ziemliche Überraschung, vor allem wenn man ja davon ausgeht, dass die Finnen ja bis jetzt auch nur einen Treffer erzielt haben. Gehe ich mal eigentlich davon aus, dass Spanien auch zu Null gewinnen sollte. Die Offensivstärke der Iberer ist ja unbestritten. Deswegen sage ich, das Spiel wird auch eigentlich, ja, es wird deutlich ausgehen und ich sage ein 3 zu 0 für die Spanier. Bei mir fällt es ein Törchen höher aus. Ich sage 4-0.